Ja, wir haben dieses Wochenende ein Programm erstellt, welches Lerngruppen mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, zusammenstellt. Unsere Motivation für dieses Projekt war, dass es während der Corona-Pandemie schwierig war, neue Leute mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. Und um dieses Problem zu lösen, haben sich für uns dann folgende Fragen ergeben. Wie können sich Schüler zu Lerngruppen zusammenfinden und wie findet man Pausengruppen während des Homeschoolings? Wer spricht denn gerade? Wir hören nichts. Und ich glaube, die Präsi ist auch abgerauscht. Kann das sein? Ah, da ist die Präsi. Jetzt ist wieder. Wer ist denn jetzt dran? Wessen Part ist denn das Endprodukt? Gerne in den Chat sonst. Okay, Sophia, klappt das gerade mit dem Ton bei dir nicht? Kann das uns vielleicht spontan einer jemand anderes zur Gruppe übernehmen? Das Wem ist zum ganz Beispiel? stark. Das Endprodukt ist ein Fragebogen, den man ausfüllen kann zu bestimmten Fragen, zum Beispiel in welchem Bundesland man lebt, und daraufhin überprüft dann eine KI, mit welchen Leuten man dann am besten zusammenpasst. Das wird natürlich auch von anderen Sachen wie von Interessen und so beeinflusst. Als Daten und Technologie haben wir als Backend einen Python-Server benutzt, der mit FLAS funktioniert. Und das, was man sieht, ist dann HTML. Außerdem läuft ein Python-Skript im Background, was mit NumPy die besten Leute zusammenbringt. Jetzt kommen wir zu der Live-Demo. Und zwar als erstes sieht man im Screen eine Frage. Und zwar die erste Frage: Welchen Schulclub besuchst du? Dann gibt man seinen Namen ein, also zum Beispiel Thomas, und beantwortet dann die Fragen. Insgesamt gibt es dann bis zu 7 Fragen, die man nach und nach beantworten muss. Nachdem man alle Fragen beantwortet hat, werden diese an die KI gesendet. Ein Moment. Und eigentlich sollte jetzt die KI. Moment, ihr müsst mal kurz im Fehler. Wieder mal. Wir hatten ja schon mal die Fehlerkultur gerade. Ohne sowas wäre es auch kein Jugendtag. Genau, alles gut. Einfach nochmal testen. Ja, man muss ja auch überlegen, das finde ich auch immer so krass, dass man, das ist ja quasi, hat man nur einen Tag, das zu machen. Und teilweise arbeiten sie da dann auch schon in der Präsentation. Alles, was ihr hier seht, war am Freitag noch, wurde am Freitag als Idee überlegt. Das ist Ja. schon Ihnen sehr beeindruckend. Also auch noch Screenshots. Und zwar hier sieht man die Fragen. So werden alle Fragen aufgebaut. Und als Resultat hat man zum Beispiel diese Zahlen hier. Und je größer diese Zahl ist, desto mehr passt die Person zu einem. Genau, jetzt kommen wir zu den Ausblicken und zu den offenen Punkten. Natürlich sind wir nicht ganz fertig geworden. Wie vorhin gesagt, wir hatten nur einen Tag Zeit. Und es gibt einige Punkte, die man noch verbessern könnte. Zum Beispiel könnte man diese Fragen, ja, einfach mehr Fragen stellen und dann auch von echten Personen beantworten lassen, damit man wirklich Daten hat, die man dann auch der KI in die KI füttern kann und die dann bessere Resultate liefert. Außerdem, dass man auch dann am Ende eine Gruppe hat, die sich findet und nicht nur sozusagen die Vorschläge von Leuten. Und ein Matching, sozusagen, dass die Leute am Ende, wenn sie in der Gruppe sind, dann auch
bewerten können, wie gut diese Personen, die der Algorithmus vorgeschlagen hat, dann am Ende auch wirklich zu ihnen gepasst hat. Somit kann man den Algorithmus auch nochmal verbessern. Und auch eine Multiple-Choice-Auswahl ermöglichen, weil bis jetzt kann man alle Fragen, also kann man nur eine der Auswahlmöglichkeiten wählen. Genau. Und dann wollten wir uns auch nochmal bedanken bei unseren Tutoren, beim Gabriel und beim Julian. Der Gabriel hat sich gestern noch die neuronalen Netze beigebracht, um sie uns dann zu erklären. Und da herzliches Dankeschön. Wir haben gerade auch gehört, dass wir nochmal einen Versuch starten mit der Demo. Liam meinte, es klappt wahrscheinlich. Deswegen versuchen wir das noch einmal. Wäre ja sehr cool, wenn wir euer Ergebnis da noch sehen konnten. Sieht man es? Ja, ich sehe es. Okay, dann trägt man hier oben seinen Namen ein, wie vorhin schon gezeigt. Dann kann man hier die Fragen beantworten. Und dann ist am Ende ein Resultat. Das wird dann, hier, das sind mal die Prozente. Dann wird man immer mit den Leuten gematcht. Zum Beispiel bei dem Franz, das war der, der das noch in ein Netzwerk gemacht hat. Der hat deswegen sehr viele Einträge. Mit dem passe ich dann zum Beispiel zu 59% zusammen. So viel laufen die Fragen übereinander. Das heißt, wenn das hier vorne eine 1 wäre, würde man es 100% zusammenpassen. Das heißt, je näher das Ergebnis an einer 1 ist, umso mehr passt man zusammen.